Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 mit meinem Team hier bei Heisenberg. Zack, so die WM haben wir hinter uns mit Schottland. Drei Spiele, ein Sieg, zwei Niederlagen gegen Argentinien und die Tschechen. Ja, es ist wie es ist, also da hat man nicht viele Chancen oder keine großen Chancen, sagen wir es so, wie es richtig ist. Gut, jetzt ist die Saison vorbei, man sieht, Vereine anpassen. Das heißt, wir bewegen uns in die neue Saison rein und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil unsere Mannschaft natürlich gewisse Umstellungen erfahren wird oder erfahren hat. Wir gehen mal zur Post. Wir haben, der Transfermarkt ist offen, das ist schon mal gut. Dann haben wir, oh, Supercup ist ja noch, genau, aktueller Termin, neuer Termin, 2. März. Okay, dann haben wir, gerade erhielten wir die offizielle Bestätigung, Liam Cooper mit sofortiger Wirkung zurücktritt und der Nationalmannschaft nicht länger zur Verfügung steht. Ah, okay, Schottland. Dann haben wir, der Vorstand ist außerordentlich zufrieden mit ihren Leistungen, das freut mich natürlich. Ja, natürlich, wir bleiben noch ein bisschen. Okay, dann haben wir das. Verein anpassen müssen wir nicht. Unser Stadion ist okay. Da ist eigentlich alles okay, denke ich. Wie kommen wir denn hier weiter? Auswählen, Tutorials, Benachrichtigungen. Ich glaube, wir müssen trotzdem irgendwie da durch. Kann das sein, dass wir hier Verein anpassen drücken müssen und dann weiter, genau. Weil das ist alles okay. Die Trikots sowieso von Fini. Stadion, Wappen. Oh, nee, aber das Logo ist wieder weg. Ach, du grüne Neune. Jetzt merke ich es auch gerade. Oder ist, nee, das ist doch nicht unser Logo. Was ist das denn jetzt wieder? Ja, da muss ich nochmal Fini schreiben. Jetzt, wo ich, okay. habe ich gerade gesehen. Training. Ja, ich habe gesagt, wir werden in der Pause die Trainings, die nicht mindestens, sagen wir, B haben oder C. C oder B haben, machen. Wir schauen mal, was wir haben. Trophäen wahrscheinlich. Nee, Dribbling, Labyrinth und heiße Kartoffeln. Wir entscheiden uns mal fürs Labyrinth. Die Maus wieder drin, sag mal. Wobei, ich bin nicht so der Dribbler irgendwie. Ja, wir spielen das mal. Dribble durch die Labyrinthe. Ah, ich weiß, welches das ist. Dribble dabei durch die Tore und zieht am Ende ein Tor. Tippfeigen Kurven solltest du mit dem Sprinten aufhören. Was wir nachher auch gleich machen, ist mal unsere Mannschaft da angucken. Wer ist noch da? Wen brauchen wir? Da sind viele Spieler zurückgekommen. Die wollen wir natürlich alle irgendwie sehen. Und dann müssen wir gucken, was wir da brauchen. An Leuten. Aber jetzt muss ich mich eigentlich ein bisschen konzentrieren hier. So, und dann sollen wir hier ein Tor schießen, hieß es. Ja, guter Start, bin ich froh. Ich versuche sogar mal mit ein bisschen Tempo. Ja, ist so einfach nicht. Oh, aber das hat sogar geklappt. Okay, man muss nicht haargenau dran vorbei oder durch. Oh, doch, hier schon. Jetzt. Den nehmen wir noch mit, den nehmen wir mit. Und dann rennen wir hier und... Batz, einmal rein. Ja, mach weiter, das habe ich vor. Oh, doch, habe ich mitgenommen. Es ist halt so spannend dann doch nicht, das muss ich schon gestehen. Aber es ist sinnvoll, weil die Spieler natürlich besser trainieren, wenn wir hier eine andere Wertung haben. Oh, ja, doch, habe ich. C, da geht mehr, okay. Nee, machen wir nicht, wir schauen uns die Ergebnisse an. Ja, verbessert haben wir uns nicht. Wir hätten noch die heißen Kartoffeln. Nee, lasst uns erstmal irgendwie das simulieren. Ich werde das schon noch machen. Die Pause dauert den Moment, aber ich möchte mich tatsächlich um die Mannschaft kümmern. Ist wichtiger, finde ich. Da rechnet sich gerade den Wolf. Jetzt. Da haben wir nochmal ganz viel Post. Gummis wurde ausgeliehen. Okay. Jawohl. Dann haben wir Gummis ausgeliehen. Ja doch, ja, ja, das wollten wir ja. Moment, ich wollte eigentlich nicht raus. Das haben wir gesehen. Schuster wurde ausgeliehen. Gonzales hat den... Oliver Gonzalez hat unseren Verein verlassen. Ah, den haben wir verkauft. Okay, Mendoza wurde ausgeliehen. Und Vargas hat den Verein verlassen. Das ist natürlich eher fatal, aber das ist halt ganz einfach. Es ist. Okay, wir gehen zur Mannschaft und schauen uns mal an, wer ist sozusagen übrig geblieben. Ja, wobei, so ist er nicht Käse. Lasst uns zur Taktikvorlage gehen. Ich glaube, das ist schlau. Aber eben, es sind auch viele Leute tatsächlich zurückgekommen, die wir ausgeliehen haben, die wir verliehen haben. Das ist interessant, was wir hier haben. Jetzt haben wir hier Schröder. Das wäre schon eher ein Job für Stojanov. Ganz klar. Auch nicht Wagner. Stojanov. Dankeschön. Dann haben wir hier Schuster. Warum haben wir hier den Schuster? Ach, weil Lukeba verletzt ist. Ja, Lukeba hat sich ja schwer verletzt sogar. Gut. Was haben wir hier? Conti. Ja, man sieht, da haben wir tonnenweise Spieler. Schauen wir uns die mal kurz an. Stärke 69, 72. 69, 72. Sticht hier irgendeiner massiv raus? Ja, Ziggy, aber das ist kein neuer. Hoffmann, Torwart 73.
Der ist nicht stärker als unser Weber. Nein. Ja, die müssen wir eigentlich nochmal verleihen. Linker Verteidiger, Stärke 69. Die Leute sind tatsächlich alle schwächer als die, die wir haben. Was haben wir denn als Ersatzspieler? Wir haben Bianchi, linke Verteidigung. 74 Stärke. Dann haben wir hier Wagner, rechter Flügel. Den müssen wir auch nochmal verleihen. Den können wir so gar nicht brauchen. Schröder, rechtes Mittelfeld. Da ist das gleiche. Carri als Ersatz im Sturm. Der Herr Weber, Mittelstürmer. Auch einer. Den können wir auch wieder verleihen. Schade, dass man das nicht von hier aus tatsächlich machen kann. Nee, geht nicht. Und Jan Sommer. Ich hoffe, der hört nicht irgendwann auf. Ja, irgendwann hört der Mann auf. Der ist natürlich, wenn wir jetzt schnell gucken, der ist doch schon 37. Das ist doch schon ein bisschen außerhalb vom Fußballer. Da sein. Gut, also ich würde sagen, von den Junioren her können wir uns das schenken. Da können wir in dem Sinn keinen gebrauchen. Morales mit Stärke 72. Den könnten wir zwar reinnehmen. Der ist stärker als zum Beispiel Schröder. Dann machen wir den als Ersatz. Ich möchte aber noch schnell gucken, wie alt der Herr Morales ist. Der kann eigentlich nicht allzu alt sein. Der ist 18. Okay, Stärke 72. Klingt doch soweit gut, würde ich sagen. Lassen wir den mal. Den Rest hier, Wagner. Das ist halt schon auch nicht so ein schwacher Mann. Mit Alter auch 18. Der Wagner ist stark. Rechtes. Wir müssen mal gucken, was wir beim Herrn Wagner machen. Muss man halt nochmal sprechen lernen. So, vorne passt. Spirindelli und Babu haben wir da auch. Stojanov hätten wir da auf der Seite. Das können wir so machen. Er braucht noch ein bisschen, aber könnte man so machen. Aber wir brauchen in der Info. Während hier gerade mein Zimmer wieder zusammenbricht, sag mal. Wir brauchen in. Wo brauchen wir denn? Ja, in der Verteidigung. Innenverteidigung. Da brauchen wir sicher nochmal einen Mann. Mit der Schuster als Ersatz nehmen können. Und tatsächlich auf dem Flügel. Wir gehen da gleich mal gucken, was wir an Geld haben. Jetzt möchte ich aber zuerst den Herrn Wagner. Also wir speichern das mal. Jawohl. Den Herrn Wagner wollen wir trainieren. Wir gehen mal schnell gucken. Mannschaft, Teamzentrale, Wagner 76. Zum Glück nur Stärke und nicht Alter. Ja, wo haben wir denn? Da haben wir einen Weber. Da haben wir den Herrn Wagner. Entwicklungsplan. Wenn wir aus dir... hier... Was machen wir aus dir? Rechtes Mittelfeld. 2 Wochen. Das dauert tatsächlich nicht lang. Linker Verteidiger. Das dauert alles ein bisschen länger. Linker Mittelfeldspieler. Ja, wir machen aus dem Mittelfeldspieler. Der wäre dann irgendwie... Ja, ein bisschen hinter Stojanov tatsächlich. Machen wir mal. Sehr gut, dann haben wir das. Und jetzt würde ich hier aber irgendwie diese ganzen Jungen nochmal verleihen. Der ist schon verliehen. Schröder, der ist eigentlich zu schwach. Der ist aber auf der Leihliste tatsächlich. Okay, Wagner haben wir gerade. Den müsste man eigentlich auch nochmal verleihen. Auch wenn wir den jetzt reingenommen haben als Ersatz. Aber wir brauchen ihn natürlich einfach nicht zwingend. Wir haben Stojanov. Wir haben natürlich Stojanov, wenn wir einen neuen Spieler kaufen. Ich denke, wisst ihr, was am einfachsten ist? Wir gucken uns mal um. Also, Büro. 243 Millionen. Okay, sagen wir mal so, wir haben Geld verdient. Aktuelles Budget. Heiliges bisschen. Okay. Ja, da können wir zuschlagen. Lass uns mal gucken, was wir im Angebot haben. Wir brauchen einen Innenverteidiger. Transferzentrale. Haben wir hier irgendwo einen Innenverteidiger? Jawohl, ihn hier. Stärke 71, uninteressant. Mohamed Simakan, Alter 26, Stärke 85, interessant. Sonst haben wir hier nichts mehr. Wir könnten die natürlich auch noch umschulen, wenn sie jung sind. Aber irgendwie so ein 83 Stärke. Hier haben wir nochmal 85 Stärke, Alter 24. Das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir nochmal mit 26 Jahren. Wow, er mit 27, allerdings Stärke 87 ist ja der Hammer. Was kostet der? 73 Millionen. Ich meine, könnten wir uns leisten. Wir hätten dann immer noch 150 Millionen. Ich neige dazu, diesen starken Mann zu nehmen. Da ist natürlich ein bisschen das Problem. Haben wir nochmal irgendwo einen? Da. Nein, uninteressant. Uninteressant. Stärke hat leider tatsächlich auch uninteressant. 74. Hier wissen wir es noch nicht mehr. Hier wissen wir es auch nicht. Die müsste ich gar nicht alle mal rausschmeißen, wenn man es genau nimmt. Oder beobachten, das wäre dann die Alternative. Ich hätte gerne tatsächlich diesen 87er. Das Problem, das ist natürlich eine massive Verstärkung. Das ist eine massive Verstärkung. Aber der ist 27, der wird natürlich nicht ewig Fußball spielen.
Aber so für 3-4 Jahre könnte man den eigentlich schon nehmen. Steht da irgendwas von wegen 112? Mit dem Angebot von 90 Millionen haben wir eine Chance. Wir haben dann immer noch irgendwie 120 oder 110 Millionen. Also es ist nicht, dass wir jetzt mit dem hier unser Budget tatsächlich killen. Bei dem vielen Geld, was wir jetzt gekriegt haben. Sollen wir das versuchen mit 90,3 Millionen? Es ist natürlich schon Stärke 87. Ja, wir hätten eine fette Verteidigung zusammen mit Schlotti. Wir versuchen das. Wir machen folgendes. Kaufvorschlag. Was haben wir da gehabt? 90,3 Millionen. Das werde ich mal versuchen. So, Transfersumme anbieten. Das müssten wir mit dem hier machen. Die 90 Millionen. 90,3. Wir sind sogar großzügig. Und machen 90,9. Passt das soweit? Wir fragen mal. Ne, 90,3 war... Ne, nicht 90,9, 90,3. Moment, machen wir 90,5. So, mal gucken. 90,5 Millionen haben wir. Wir gehen weiter. Und fragen mal, ob das okay ist soweit. Zu niedrig. 100, ja, jetzt waren es 101 Millionen. Wisst ihr was? Ich akzeptiere. Das ist natürlich... Das ist, glaube ich, der dickste Transfer, den wir je gemacht haben. Aber das müsste sich auszahlen. Bei dem Mann mit 27, 5 Jahre hat er sowieso noch. Und das müssen wir jetzt natürlich mit ihm verhandeln. Und das werden wir jetzt auch machen. So, mal gucken, was der an Lohn will und so weiter. Seine Vorstellungen bei Käffchen und Birnen. Das macht Papa Heisi persönlich, logischerweise. Ja. Sieht schon imposant aus, der Mann. Also dem traue ich, tatsächlich zu, dass der unsere Abwehr dirigiert. Das wird er auch machen bei der Stärke. Dass wir mit den Verhandlungen beginnen können. Stammplatzgarantie würde ich mal garantieren. Solange er... Ne, Schlüsselspieler haben wir dort. Ja gut, das ist eine Stand... ich habe eh gedrückt. Teamrolle sollten wir Vertragslaufzeit sprechen. Ich würde dem 4 Jahre offerieren. Und? Jawohl, hätte er gerne so. Keine Freigabesumme. Akzeptieren wir. Das Gehalt, das ist jetzt natürlich knifflig. 190.000 hat der allen Ernstes. Weil wenn ich jetzt hier irgendwie einen Käse biete, dann rennt er davon, dann ist das Ganze gegessen. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte den haben. Sagen wir mal versuchen, 120.000. Das ist natürlich auch fett. Ja, ich muss es versuchen. Ist natürlich viel Geld, ist klar. Aber wir haben Geld. Also von daher, wir übernehmen das. 120.000 Euro. Absenden. Was meint er dazu? Ein faires Angebot. Einstiegsbonus, 1.000.000. 300.000. Akzeptieren, der Mann gehört uns. Wow. Ja, ist mehr, als wir eigentlich geplant hatten. Aber wir haben einen 87er. Innenverteidiger. Heieiei, sehr schön, sehr schön. Und der kommt auch gleich, weil die Transferzeit, das Transferfenster ist ja offen. Oh, das freut mich jetzt tatsächlich. Da kommt er. Ja, da kommt Heisi mit Sicherheit persönlich. Der kommt nicht rein und guckt auf die Uhr, das macht er ja teilweise. Sondern der wird reinkommen und die Hand schütteln. Das würde mich wundern, wenn es anders wäre. Ja. Ja, er ist aber doch beschäftigt. Das überlässt er seinem Co-Trainer, dem Kollegen hier. Und da wird wieder geratelt, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat. Es ist einfach sinnfrei. So, aber schön hier mit dem Trikot. Also das Trikot haben wir noch. Das Logo, wie gesagt, das muss ich nochmal Fini sagen. Da spinnt wieder was. Sehr schön. Ja, das ist... Ist das ein guter Transfer? Was meinen die? Von Menu kommt der. Ein C immerhin. Okay. Gut. Ich wollte den haben. Ich wollte den halt tatsächlich haben. Gesamtwert. Ist der jetzt nochmal gestiegen, der Mann? Guter Teamspieler, okay. Wir gehen mal weiter. Zum Teammanagement könnten wir direkt. Machen wir das doch. Der Herr Schuster geht tatsächlich raus. Da kommt aber nicht Bianchi rein, Leute. Sondern Upamecano. Ich glaube, den nennen wir einfach Upa. Dann haben wir in der Verteidigung Schlotti und Upa. Bin ich zufrieden. Gut. Wir hätten aber gerne den Herrn... Nein, nein, nein. Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er flöten gegangen. Schröder, Schmidt, Meier, Schuster. Den Herrn Schuster hätten wir gerne hier dabei. Für den Herrn Weber. Weil der Herr Weber, der wird bei uns nicht spielen. Gut, also erster Transfer vonstatten gegangen.
Jetzt hätten wir hier natürlich, wenn wir gucken, im zentralen Mittelfeld hätten wir noch Bedarf. Wir könnten Ederson noch verkaufen. Mit seiner 82, wie alt ist der Mann? Ederson, 26, ja. Was trainiert der Mann? Das müsste man dann vielleicht auch mal noch gucken. Morales haben wir dort noch. Mit 72. Ja. Ja, das gefällt mir alles nicht so. Aber wir bräuchten, ich weiß nicht, ob ich auf Stojanov setzen soll. Ich weiß nicht, wie der in die Gänge kommt. Ich weiß nicht, wie der sich entwickelt. Wisst ihr, wie ich meine? Wie alt ist er denn, der Stojanov? Das wäre noch wichtig. 20. Also der entwickelt sich mit Sicherheit noch. Wir können ja mal gucken. Ja, das würden wir gerne speichern. Haben wir denn einen linken oder einen rechten Flügel? Linkes Mittelfeld. 84 Stärke. Was kostet der Mann? Doch auch gleich 61 Millionen. Ja, er ist natürlich 22, der ist jung. Sonst noch was in der Richtung? Ja, der ist natürlich noch teurer wahrscheinlich, 71 Millionen. Wisst ihr, wir gehen mal schnell zurück und gucken mal schnell. 133 Millionen haben wir noch und Post haben wir auch noch. Gute Arbeit. Markenpräsenzziel haben wir erreicht. Ja, ohne dass ich da was dafür getan habe, das ist natürlich schön. Gut, gehen wir raus. 133 Millionen. Wir könnten also schon noch was machen. Wir müssen aber bedenken, wir haben da ordentliche Lohnkosten mittlerweile. Ja, nee, gehen wir nochmal zu den Transfers und gucken hier nochmal, was wir haben. Weil wir sind die Wissen noch gar nicht ganz durchgegangen. Also, linker Flügel. Kann auch ein rechter sein, das ist egal, das können wir schulen. 82 bei Alter 24. Da ist dann halt die Frage, ich meine, ein Stojanov mit 20, der ist, wenn er 24 ist, stärker als 82 wahrscheinlich. Und daher macht es dann auch nicht so viel Sinn. Also wenn wir einen kaufen, dann müsste das meiner Meinung nach tatsächlich nochmal einer sein, der uns massiv vorwärts bringt. Oder eben zentrales Mittelfeld haben wir hier natürlich auch noch. 81, wir haben da Ederson mit Stärke 82. Das müsste also auch wieder ein viel stärkerer Mann sein. Einer, der uns da richtig irgendwie wirklich hilft. Da wissen wir es nicht. Ja, da können wir ja mal schnell gucken. Nee, kann ich nicht. Ich wollte eigentlich schauen, dass wir den noch untersuchen, wie das wieder klingt. Den müssen wir nicht untersuchen. Innenverteidiger, ja. Das wäre schon ein Mann, den wir brauchen könnten. 55 Millionen. Aber da steht halt der Verkaufspreis mit einem Angebot von 67.000. Nee, also was gucke ich denn jetzt? Wir brauchen ja keinen Innenverteidiger. Ich bin irgendwie völlig... Wir brauchen sowas. Und da sind wir bei 71. Mit 88 Millionen hätten wir eine Chance, den zu kriegen. Alter 25. Sollen wir das versuchen? Komm, das versuchen wir, das testen wir. Das wäre natürlich schon... Dann ist natürlich einiges an Geld weg bei uns. Also für 88 Millionen würden wir den nehmen. Meinetwegen 90, aber mehr sicher nicht. Also 88 Millionen. 80, 88, okay. Was meinen Sie? Zu niedrig. 100 Millionen. Nein, ist mir zu teuer. Nee, haben wir gerade gemacht, tut mir leid. Der ist tatsächlich zu teuer. Da hätten wir den Herrn Raum noch. War der nicht mal bei uns, der Herr Raum? Also, verwechsel ich das jetzt? Irgendwie, ich habe das Gefühl, den hatten wir schon mal. 28 ist der. Ja, es ist halt schwierig. 87. Adeyemi, ja, klar. Das ist aber ein Stürmer. Ich muss jetzt nicht bei den Falschen gucken. Lass mich nochmal ganz kurz hier runtergehen und hier gucken. Martinelli. Ja, den hatten wir gerade. Armstrong, wissen wir nicht. Ich gehe das ganz kurz nochmal durch mit linker oder rechter Flügel. Ederson, der ist zu schwach tatsächlich. Haben wir zentrales Mittelfeld, Innenverteidiger. Haben wir da noch jemanden? Für den Flügel? Hier. Zu schwach. Ja, interessant. Tatsächlich, aber das ist wieder zentrales Mittelfeld. Ich verrutsche da irgendwie immer. Hier haben wir nochmal. 84, Alter 22, wäre interessant. Mit einem Angebot von 65 Millionen. Linkes Mittelfeld. Okay, und zentrales und rechtes könnte er auch. Wäre stärker als Stojanov, dann wäre Stojanov nochmal eine Saison lang Backup. Ich würde das mal versuchen mit diesen 65 Millionen. Was?
Nee, wir wollen die Verhandlungen haben. Genau, 65 Millionen, nicht 112. Mal gucken, ob es klappt. Wahrscheinlich klappt es nicht. Die wollen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Wir gucken mal. 65. Wir haben mal 66 Millionen. Na, was meinst du, Kollege? Einverstanden. Ne, 66. Ja, doch, mit den 66 Millionen ist er einverstanden. Der ist 22, der Mann. Akzeptieren, Dankeschön. Wunderbar, das passt doch. Jetzt gehen wir ganz schnell natürlich hier noch in die Verhandlungen rein. Weil das wollen wir auch noch haben. Und dann wissen wir, ob der bei uns ist oder nicht. Und dann hätten wir zwei gute Transfers gemacht. Wichtig, jawohl, das ist er mit Sicherheit. Dann 5 Jahre möchte er. Ja, mit 22, logisch. Da wollen wir den auch 5 Jahre behalten. Freigabesumme können wir übergehen. Wenn ich es dann hinkriege. Achso, die wünschen sich eine Freigabesumme. Ja komm, machen wir, wenn sie unbedingt eine wollen. 128 Millionen ist ja okay. Da hätten wir Geld verdient. Gut, jetzt haben wir noch das Gehalt. Der verdient 43.000. Möchte 52.000. Akzeptiert. Herzlich willkommen hier bei uns. Wunderbar, dann haben wir da auch jemanden, das wird natürlich Stojanov jetzt nicht unbedingt freuen, das ist ganz klar, aber wir sind auch nicht hier, um Stojanov zu begeistern. Er muss damit leben, dass er nochmal eine Saison lang Backup ist und aber sicher auch regelmäßig zum Einsatz kommt. Aber jetzt haben wir auf dem Flügel auch wieder Druck und das freut mich natürlich, da kommt da der gute Mann. Mhm, schick angezogen, guten Tag. Oh, da kommt Heise gleich noch dazu. Okay, hier wieder das obligate Lauftraining, das keinen Sinn macht. Nicht nachdem man unterschrieben hat, das macht man davor. Ossi kommt auch gleich gucken. Okay, ist ein Offensivmann, der ist von Interesse offensichtlich. Ja, ich hoffe, die Chemie, die stimmt. Ja, doch, doch. Da sind sie am Scherzen. Da haben wir Amoleiro mit dem schönen T-Shirt. Sehr schön, freut mich. Wunderbar, dann haben wir zwei neue Leute und ich würde sogar behaupten, wir müssen immer noch ein bisschen Geld haben. Das gehen wir uns schnell angucken. Das werden wir jetzt aber nicht verprassen. Das werden wir definitiv nicht. Na, mach mal. Ah, okay, ein A-Transfer. Sauber, hervorragender Deal, würde ich auch sagen. Der war so teuer nicht und ist mit Sicherheit ein starker Mann. Sehr gut. Dann haben wir das. Dann gehen wir hier raus und gehen zur Taktikvorlage. Einmal hier, da haben wir sie, weil den Mann nehmen wir natürlich auch noch rein. So, Stojanov wieder auf die Bank sozusagen. Nicht nur sozusagen, sondern macht er auch. Aber logisch, den wollen wir hier drin haben. Und raus geht da, wir gehen da raus. Ja, der Morales in dem Fall. Und reinkommt, wo ist er denn, mein Stojanov? Da, zack, 79 Stärke. Schon auch. Ein starker Mann, aber dann haben wir tatsächlich auf dem Flügel haben wir, ja, da haben wir jetzt Power. Und in der Innenverteidigung ebenfalls und vorne, guck mal, Heise 94, jetzt ist er doch nochmal eins hochgehüpft. Wow, 94 Stärke, also das ist schon wahrscheinlich einer der besten Stürmer der Welt hier im Spiel. Und Rossi mit 91 steht da auch in nichts nach. Ja gut, das war eine ereignisreiche Folge, würde ich behaupten, auch wenn wir noch nicht gespielt haben. Ein Spiel, ein Fußballspiel, aber wir haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und das, denke ich, nicht so schlecht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob das für euch soweit okay war. Wir haben zwei Spieler und wir haben noch immer noch 64 Millionen. Also wir könnten immer noch was machen, so ist es nicht. Danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.